schlecht abgesichert. Die evangelische Kirche in Deutschland feiert heute den Totensonntag. Hier in Bremen besuchen viele Christen die Friedhöfe und schmücken die Gräber ihrer Angehörigen. Der Sonntag vor dem ersten Advent verbindet den Gedanken an den Tod mit der Hoffnung auf Auferstehung. Der Tag wird deshalb auch der Ewigkeitssonntag genannt. Jürgen heißt er, der Übeltäter oder der Glücksbringer, das ist Ansichtssache. Jürgen jedenfalls heißt das Tief, das kühle Polarluft zu uns schaufelt mit Regen im Gepäck, starkem Wind, aber eben auch einen Hauch von Winter, Schnee bis ins Flachland. So ist er, dieser Jürgen, als Faustdick hinter dem Ohr. Winter und Schnee, Autofahrer sollten jetzt wieder früher aufstehen. Hoch im Norden klappte das mit dem Winterdienst am Sonntagmorgen ganz gut. Wo ist er überall sein? Kennt die Hände. Habe ich doch Zeit, es war noch viel zu warm. Anders die Situation in Nordrhein-Westfalen. Bei zahlreichen Unfällen wurden mehrere Menschen verletzt. Eine Autobahnbrücke auf der A52 musste komplett gesperrt werden. Folge: kilometerlange Staus, die Autofahrer genervt. Für die Polizei und für die Verkehrswacht kommen diese Winter wohl offenbar immer wieder nur sehr plötzlich. Also ich kann es Ihnen nachvollziehen. Jedes Jahr dasselbe Theater. Im Süden reicht der Schnee zumindest schon zum Schlittenfahren und raus nach draußen weht in Schleswig-Holstein die Winterlandschaft ein. Kein Zweifel, die kalte Jahreszeit ist endgültig angekommen.